Willkommen zurück zu Digimon Story Cyber Sleuth. Das letzte Mal war ich in Shinoko gewesen, haben diesen mysteriösen Cybergesicht gesucht. Wir haben erstens einen Hacker angesprochen, da wo ich mir gedacht hatte, der ist es oder so nicht, und das war er auch wirklich nicht. Dann haben wir mit einem Polizist geredet und der gab uns. Wo kommt ihr denn jetzt her? Und der hat uns dann weitere Informationen gegeben. Dann hatte ich gedacht, ich hatte die Quest schon abgeschlossen, bin daher zurück zum Büro gegangen. Aber die Quest war noch nicht abgeschlossen. Deswegen musste ich zu Shinoko zurück und habe mich nochmal umgesehen. Und wir trafen auf einen Mann, der die Polizei hasst. Aber wie es sich dann herausgestellt hat, wurde er von einem Digimon kontrolliert. Und der hasst die Polizei. Okay, der Typ auch, aber er war nicht der Hacker. Dann kam Matayoshi, heißt er so? Ja doch, Matayoshi. Und ja, er hat den Hacker gefunden und es war der Polizist. Ja. Und damit haben wir auch die Quest abgeschlossen. Und dann kamen wir direkt zu Kapitel 3, nachdem ich die Quest abgegeben habe. Und nun möchte Nokia mit uns nach Kowloon reisen, um Agumon und Gabumon, die wir einst kennengelernt haben, in Kapitel 0, sage ich jetzt mal, denn sie möchte sie wiedersehen, weil sie sie vermisst oder Sorgen um die beiden macht. Aber erstmal mache ich eine weitere Nebenquest, die ich angenommen habe, und dazu muss ich zum K-Café gehen. Wieso gehe ich den langen Weg? Hier war mir eins schon mal gewesen, wegen Klimaanlage. Und jetzt anscheinend wieder. So. Ich mag das Geräusch. Bum, 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 bum. Sind wir OP richtig? Ja, ist nur eine kleine Abkürzung. Achso, nee, das. Gut, hätte ich das gewusst. Ich dachte, das wäre ein Rückweg. So. Ich wusste es, dass es so eine komische Flamme ist. Aber warum ist er schwarz? Meramon, das war sein Name. Aber der heißt wie Blumeramon. Knister, Knister, Qualm, Knister. Ich kann jetzt diese Feuergeräusche nicht nachahmen. Hey, du da drüben, was starrst du denn so? Hä? Was ich mache? Ist das nicht offensichtlich? Ich überlege, mich mit Meramon anzulegen. Kannst du es glauben? Er hat mich Meramon 2 genannt. Ja! Also den normalen Meramon. Siehst du das denn nicht, Tim? Warum muss ich das erklären? Mann, du nervst mich echt schon wieder. Wieso schon wieder? Apropos, was hat ein Mensch hier zu suchen? Bist du gekommen, um mich zu nerven? Du bist ein Meramon. Bist du einer von Meramons Clique, oder? Ja! Ich werde einheizen, ein schönes Feuer machen.
Ja, Biomorn ist eigentlich nicht wirklich praktisch dagegen, da sie auch ein bisschen Feuer macht. Kalte Flamme. Wieso mal Tentamon? Ich denke mal, mit magisches Feuer werde ich ihn mehr heilen. Der war sehr gut. Verdammt, das werde ich nicht vergessen. Schön jetzt mal Tentomon zu sehen mit seiner Animation. Das verantwortliche Digimon ist nicht in der Nähe, sagen wir es dem Klienten. Ach, du bist es. Die Klimaanlage scheint repariert zu sein. Hast du das erledigt? Hä, ein Digimon war in der Klimaanlage? Das verstehe ich nicht wirklich. Aber danke, du warst eine große Hilfe. Ist es hier nicht etwas kühl? Genau, die Klimaanlage funktioniert nicht richtig. Es wird immer heißer, also habe ich die Temperatur im ganzen Gebäude runtergedreht. Die Klimaanlage war repariert und auf einmal wurde es kalt. Ich habe schnell die Einstellungen zurückgesetzt. Bald ist es alles wieder normal. Ich werde bei den anderen Geschäften Bescheid sagen, dass die Klimaanlage repariert ist. Danke vielmals. Ich werde das Geld an dein Büro schicken. Kannst mir auch gleich bar geben. Und wir haben eine neue Quest. Ne, doch nicht. Das war die gerade. Gute Arbeit. Wie wäre es, wenn ich dir zur Belohnung etwas Kaffee mache? Oh nein, sie schon wieder mit dir Kaffee. Wie wär's mal mit Money? Okay, anscheinend haben wir jetzt erstmal keine weiteren Aufträge. Das heißt, dann können wir jetzt um Nokias Quest kümmern. Die drei sind geheilt oder nicht? Nein. Deswegen gehe ich jetzt zur Digilab. Hallo? Hier war das. Mann! Da wird sie Birdramon. Das weiß ich nicht, was es ist. Ist es hier nicht Dings? Kaputeremon? Nee. Es wird doch Tentomon. Ich möchte wissen, was das ist. Deswegen werde ich das nehmen. Biomon digitiert zu. Ach, das? Was? Kyubimon? Aber Renamon wird doch so. Der Gruppenspeicher wurde überschritten. Bitte reduziere den Speicherbedarf der Gruppe. Nein! So, da ist erstmal. Mann! Vanyamon, kann ich Sie digitieren lassen? Oder ihn? Das kommt mir leicht bekannt vor. Das sieht aus wie dieser komische Stein-Digimon, andernfalls hier dieser. Wie heißt der? Kumamon, glaube ich, von Digimon 4.
wo der eine Junge mit der Mütze sich zu diesem Eisbären-Digimon digitieren lassen kann. Ich weiß nicht mal, wie der Name heißt, aber ich nehme das. Ah, cool! Dorumon! Ja, dein Leben. Tentomon. Ja, hier, Kapoterimon ist hier. Aber ich kann ihn sogar so nicht digitieren lassen, schade. Kyubimon. Demimon? Demi-Devimon? Ist auch eine Digitation, okay. Ist das nicht dieser komische Skelett? Ist das nicht so ein Typ Virus? Dann ist, glaube ich, beim dritten diese komische Maschine. Und das andere sieht aus wie Cybertramon? Keine Ahnung. Yokomon. Kann ich digitieren lassen. Wir haben schon einen Biomon, deswegen werde ich jetzt das hier nehmen. Nämlich möchte ich die verschiedenen Digimon-Arten bekommen. Ah, Electmon. Kann ich Poyomon digitieren lassen? Lass ich erstmal Poyomon digitieren lassen. Pokémon oder Tokomon? Ich nehme Pokémon. Ja, ich weiß doch. Das nächste Mal werde ich ihn in Gomamon verwandeln lassen. Im Gomamon ist einer meiner Favorit-Digimon. So, Electmon. Ich finde es beknackt, das mit dem Gruppenspeicher. Huh? Tentomon macht mal eine Pause. Merci! Gibt's irgendwas Neues hier? Aus deinem Fleisch? Welche aktuellen Befehle? Ich habe ihm noch keinen Befehl gegeben. Da kann man, wie er da herumläuft. Oder herumschwebt. Oh. Rang 2. Oh, die sieht jetzt ganz anders aus.
Vielen Dank. Huch, bist du umhergelaufen und hast dich verirrt? So wirkt es jedenfalls. Du sollst dich mit dem Kind im Kaulon treffen, nicht wahr? Na dann mal los, du willst ja nicht zu spät kommen. Hehe, wenn du dich wieder verirrst, komm ruhig zurück. Danke, Mirei. Ich gehe erstmal auf Ebene 1. Ich weiß ja nicht, wo sie direkt sich befindet. Oh, das neue Team. Geilo. Ich werde erstmal speichern. Na, noch circa 3 Minuten, dann sind wir. Hat sie Probleme oder sind da zusätzliche welche da? Moment! Was habt ihr Kerle vor? Wollt ihr was von mir? Hehehe, du hast einen besonderen schönen. Was? Wie, einen schönen was? Hey, brauchst du das vielleicht schriftlich? Wir sind Saxon-Hacker. So viel hast du doch kapiert, oder? Du bist schließlich ein kleines Kind. Na, ihr auch. Kein Kind, wie? Das meint ihr nicht ernst. Hey, Moment, stopp. Könntet ihr mich bitte nicht so anglotzen? Ihr macht mir Angst. Hä? Moment, ihr versucht doch nicht etwa mit mir zu flirten, oder? Igitt, nein, pfui. Wie jetzt? Von was redest du denn hier? Na, Moment, Gary? Wo hast du denn gesteckt? Du bist spät dran, wieder mal. Und schau dir an, in was für eine Klemme ich deshalb stecke. Die haben mich hier wohl erwischt. Wer weiß, was sie jetzt mit mir machen. Gangbang, was? Was zum Teufel fahrsetzt du da? Und wer zum Teufel bist du? Seid ihr Freunde? Oho, ihr wollt euch mit uns anlegen? Na dann los, euch zwei nehme ich sofort auseinander. Akonzia, sofort! Hier, kriegst mein Irrlicht. Wieso mag... Die! Na, wenigstens wurden die jetzt geheilt. Außen! Dreck, das vergesse ich nicht so schnell. Tschüssikowski. Oh Mann, was ist denn Saxon? Sind alle Hacker so? Baggern einen plötzlich an? Setzen einem nach? Was für Ekelpakete, auch wenn ich gut aussehe. Naja. Pam, was eigentlich gerade passiert ist? Die haben nicht geflirtet? Das waren Kontendiebe? Kontendiebe wie? Wie man in den Nachrichten immer hört? Ich hab glaube schon mal gehört, dass sowas in Call on Off passiert. Heißt das, dass es eine ganze Horde von Hackern wie die gibt, denen wir gerade begegnet sind? Und die wollen alles was von mir? Keine Sorge, ich beschütze dich. Ich sage dir doch, die wollten nicht flirten. Stimmt es ja so. Uiuiui, scary! Du passt auf mich auf, ja? Bitte.
Und schon haben wir gleich zwei Nachrichten. Sakura redet nun noch von diesem Jimmiken. Ist er wirklich so toll? Ich weiß es wirklich. Ich weiß es nicht wirklich. Magst du Jimmiken, Ryota? Da war doch noch eine weitere Nachricht. Wo sind die abgeblieben? Hier, wie geht es dir? Du musst dich noch erholen, also übernimm dich nicht. Mit mir ist alles in Ordnung. So, gut, damit danke ich mich, dass ihr zugesehen habt und dann werden wir uns zum nächsten Part auf die Suche nach Agumon und Gabumon machen. Mal gucken, was mich alles erwartet. Wer weiß, vielleicht kann ich endlich auf Ebene 3 kommen. Wir werden sehen. Tschüss.